Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Classic im Nordend. So. In Camp Uniqua immer noch und ja. Wir machen mal weiter. Genau. Hier unten mit dem Tagebuch, Entschlüssel, Dingens, Kirchens, Quest, Teil. So, Suldrak. Ja, das dauert ja nicht mehr lang. Oh, rennt mich nicht um, ihr Lieben. Wir gehen mal den Windreiter. Wow, und ich muss die Musik... Ich muss mein Headset mal leiser drehen. Heieiei. So schön die Musik der Grizzly-Hügel auch ist, wenn sie so volle Pulle ins Ohr blärt. Ist das dann nicht mehr so schön. So, jetzt hoffe ich, dass wir... Das... Was denn? Folge ich der Quest nicht? Hä? Bring die Dun Argol. Reist nach Dun Argol. Ach, wir müssen da einfach hin und. Okay. Ja, wir machen erstmal das andere hier. Jetzt ist natürlich die Frage, die mögen uns ja nicht. Müssen wir jetzt erst wieder dafür sorgen, dass sie uns nicht feindlich gesonnen sind, damit wir hier weiterkommen? Grumbalg, ein Auge. Finden wir den denn? Höhle ist der nicht, oder? Da ist doch nur... Genau, da ist nur Kodian. Hm. Okay, nochmal. Schamanische Pflanzen, ein erfahrener Mystiker. Mhm. Gärten der Schamanen sind ein wohlgehütetes Geheimnis. Such den. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir den umhauen müssen. Da ist er. Aber ich fürchte, der wird nicht mit uns sprechen. Oh je. Und meine Stimme wollte gerade auch nicht mehr sprechen. Ja, wie machen wir das denn? Müssen wir doch erstmal gucken, dass die uns mögen, indem wir die... Wo sind sie denn? Hier. Indem wir hier die anderen Furbolgs weghauen. Fürchte ich ja fast. Damit die anderen uns mögen. Die rotfälligen. Hier sind nur keine anderen mehr. Hm? Na? Waren doch hier am Angreifen, oder nicht? Das ist noch weiter da hinten. Das ist noch weiter da hinten. Okay, es ist da hinten. Es ist hier hinter. Okay, bin verwirrt. Ja, da ist das. Ja, dann müssen wir da wahrscheinlich die... müssen wir dafür sorgen, dass wir diesen 5-Minuten-Buff haben, damit wir eben... mit dem Schamanen reden können.
Das ist natürlich, die stehen sich ja auch genau gegenüber, ne? So, dann machen wir mal eben hier das. So, das reicht schon. Jetzt mögen die uns zumindest so, dass sie uns neutral gegenüberstehen und vielleicht können wir da mit dem Schamanen reden. Ist ein bisschen umständlich, wenn man mich fragt, aber gut. Mich fragt ja hier keiner. Ich muss hier einfach nur Aufgaben machen, ohne gefragt zu werden. Ich hätte das gut gefunden, wenn man denen da hilft, dass man einfach dann mit denen auf gutem Fuß sein kann und dann ist okay. Also, nur dass man da gar nicht... Wo war der jetzt nochmal? Hier irgendwo... Feuer? Da. Da ist er. Aber ich kann nicht... Ach Gott, ich muss ihn angreifen. Das habe ich jetzt nicht so aufgefasst. Ich habe das aufgefasst als ein Rede mit ihm und dann gibt er dir das vielleicht. Also jetzt mal ehrlich, wenn ich das hier lese. Such den Schamanen auf. Das heißt für mich nicht, klopp ihn um. Hallo? Ja. Ich kann nicht mit dir reden. Ich muss mit dir kämpfen. Finde ich blöd. Das finde ich jetzt ungeschickt gelöst. Muss ich sagen. Finde ich ungeschickt gelöst. Jetzt kriege ich Schaden, weil ich das zu früh gewirkt habe. Ja. Ach je. Na toll. Dann gehe ich extra dahin und mache hier einen auf. Ich bin euer Freund. Ja, jetzt können sie mich nicht mehr leiden. Das kann ich jetzt verstehen. Also ich könnte mich auch nicht mehr leiden dann. Mann, wie blöd. Okay, dann könnte ich jetzt noch eben, weil ich gerade quasi nebenan bin, versuchen, mich nach Dun Argoth reinzuschleichen. Wir wissen ja, wie gut das bei mir klappt, immer mit dem Schleichen. Dun Argol, nicht. Oder ich gehe erstmal ein bisschen direkt nebenan. Okay, ich gebe das erstmal ab. Vielleicht schicken sie uns ja eh noch dahin. Grüße. Ja, ich habe genug von dem Kraut mitgebracht. Aber ganz ehrlich, das fand ich jetzt nicht so geschickt, was du, wie du dich ausgedrückt hast. Ich habe gedacht, ich kann mit dem reden. Sei vorsichtig. Gut gemacht, Unimandra. Ich werde das Räucherwerk vorbereiten und dann werden wir sehen, was genau dieser königliche Zwerg so weit von zu Hause gemacht hat. Tschüss. So, jetzt macht sie. Oh, ich muss mal vom Wind weiter absetzen. Okay. Okay, mal sehen, was in diesem Tagebuch steht. Speer Vortag hat sich nicht geirrt. Bram Bronzebart hat Thor Modan vor kurzem aufgesucht und dieses Tagebuch enthält seine Ergebnisse. Er konnte die Runen erkunden, bevor der Kampf begann und entdeckte dort drei mit Prophezeiungen beschriftete, runenverzierte Platten. Brand zeichnete die Übersetzung nicht auf, aber es heißt, er hätte sie sich vor seiner Flucht gemerkt. Wenn ihr diese Tafeln übersetzen könnt, können wir Brand finden und gefangen nehmen. Ja, und ich spreche kein Zwergisch, Mädchen. Immer noch nicht. Seid gegrüßt. Die Runenprophezeiungen. Brands Tagebuch enthält auch eine Legende für die Symbole der Eisenzwerge. Ich habe sie auf einen Schlüsselstein übertragen, der euch beim Verstehen der Inschrift auf den Runenplatten helfen wird. Laut seinen Tagebucheinträgen scheint es, als suche Bran Hinweise auf die Herkunft seines Volkes. Haltet eure Augen nach jedem Hinweis auf seinen Aufenthaltsort offen. Kehrt nach Thor Modan zurück, nordöstlich von hier, stellt euch vor jede der Platten und verwendet den Stein, um ihren Inhalt zu bestimmen. Die Allianz darf ihn nicht vor uns finden. Okay.
zieht in Frieden. Was braucht ihr? Mit der Hilfe der neuen Verbündeten, den Taunkar, wird Nordend der Horde gehören. So, so. Okay, das Eisenbearbeiten. Die Allianz ist nicht die einzige Macht, die sich uns in den Grizzly-Hügeln entgegenstellt. Die Eisenzwerge halten die Ostküste unter ihrer Kontrolle, obwohl Tormodan im Nordosten von Steinriesen belagert wird. Ein fähiger Krieger nutzt die Schwäche seiner Gegner aus und wir wären töricht, wenn wir die Verwundbarkeit der Eisenzwerge in Tormodan ignorieren würden. Zeigt ihnen keine Gnade, erschlagt alle und jeden, der sich euch in den Weg stellt. Die Söhne des Eisens werden die Horde schon fürchten lernen. Okay, ja, ich muss ja da eh rein. Dann werde ich das kombinieren damit. Geht ja nicht anders. Habe ich irgendwas, was ich mit der Tigerlilie machen kann? Bis 380 hochgehe. Dann habe ich hier auch ein bisschen mehr Platz. Okay. Ein paar Tigerlilien mehr verbrauchen. Und dann schmeiße ich das mal an, damit ich das auch benutze. Das. Das. Den mal. Ich 40 Ausdauer drauf, das ist doch schön. Tempowertung brauche ich jetzt nicht wirklich, aber die Ausdauer nehmen wir jetzt einfach mal mit. Könnte ich hier auch, aber ich mache das jetzt einfach mal, dass ich das auch esse. Ich könnte das natürlich auch einfach verkaufen. Ausdauer um 40 erhöht. Muss man doch eigentlich hier sehen, hm? Erhöht die Gesundheit um 7770. Wow. Okay, so, dann. Machen wir jetzt trotzdem erstmal den Kram hier in Dun Argol. Ich weiß nicht, warum ich mir das nicht merken kann. Dann versuchen wir mal die, Blaupausen zu finden. Und Argol war doch hier. Naja, genau, da ist es. Vielleicht können wir das ganz unbemerkt machen, indem wir einfach rein drüber fliegen und dann schnell runterfliegen. Ach Gott, jetzt klingelt's. Ach, ich muss mal kurz weg. Ich bin wieder da. So. Ja, immer wenn es an der Haustür klingelt. Das ist so ärgerlich. Das kommt davon, wenn man tagsüber hier sitzt und die Leute sehen, oh, da ist ja jemand. Dann klinge ich da doch mal. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Frage ist, ob wir die Blaupausen... stehlt alle Blaupausen
1000 Teile, das klingt nach mehr als einem, ha? Huh? Die Frage ist, brauchen wir dafür... Ja, will ich ja auch gar nicht. Brauchen wir dafür... Da blitzt es. Brauchen wir dafür vielleicht einfach nur Golems umhauen? Ich weiß es nicht. Machen das mal. Wenn das nicht richtig ist, merken wir das. Ich versuch's nochmal. Direkt unauffällig ist das jetzt hier nicht, ne? So, was ich hier mache. Vielleicht muss ich rein von denen? Ich weiß es doch einfach nicht. Zählen die auch für Eisenzwerge hier? Egal wo. Naja, ich glaube, ich muss in... Das gilt nur für... Ach, da! Ah, erster Abschnitt. Wie viele gibt es? Ersten, zweiten und dritten Abschnitt. Okay, es ist nicht ganz so schlimm, wie befürchtet. Es sind nicht die grünen Hügel des Schlingendorntals. Ja, das hat mich einfach traumatisiert. Ich brauch nur drei Teile. Bitte. Droppt. Droppt. Da ist ein Aufzug. Sehr interessant. Das war die falsche Reihenfolge, ich weiß das. Ich hoffe, dass der eine Golem jetzt mir nicht in den Rücken fällt dadurch. Also, ich meine, in den Rücken fällen kann er mir ja jetzt nicht mehr, aber... Man weiß halt nicht, ob die mit dem Rucksack, sag ich schon, mit dem Aufzug runterfahren. Ich brauche nur noch eins, das geht. Das ist machbar. Ich könnte mir vorstellen, dass die Zwergenschmiede das eher haben als die Kämpfer da, also muss ich vielleicht mal gucken. Und da hinten ist noch einer. Den habe ich übersehen. Zwei sind da sogar noch, okay. Die Golems sehen tatsächlich ein bisschen aus wie Zwerge, ne? Andere Schmied hat sich nicht berufen gefühlt zu kommen. Das finde ich sehr gut. Okay.
Einen noch. Einen Dingens. Ein Blaupausenteil. Das muss doch gehen. Das kann doch so schwer nicht sein. Das ist so schwer. Okay, da gehen wir vielleicht besser nicht runter. Na komm, vielleicht hat der das Teil jetzt. Oh, das hat nicht funktioniert. Verdammt. Das ist so ärgerlich. Dann kriegt man so richtig viel Schaden, wenn das nicht klappt. Erster, zweiter. Ich habe alle drei. Warum sagt denn das nicht? Manometer. Okay. So, dann gucken wir mal. Ich muss eh hier hin. Naja, dann fliege ich da jetzt erstmal hin. Dann bin ich da direkt um die Ecke. Ach, hier bin ich, deswegen. So, dann geben wir das erstmal ab. Upsi. Hallo? Habt ihr die Blaupausen, die ich brauche? Ja, hier. Man sieht sie. Also will Tormark den Plan in die Tat umsetzen? Ich vermute, er hätte euch nicht geschickt, wenn er das nicht wollte. Oh Mann, wie kriegt mich bei all dem ganzen Druck nur heraus, wie das Ganze zusammengesetzt werden muss. Oh Gott. Seid auf der Hut. Es bleibt nicht mehr genug Zeit, die Teile selbst zu schmieden, aber die Gießereien drüben in Dun Argol, südöstlich von hier, arbeiten Tag und Nacht und stellen Golem-Teile am laufenden Band her. Ich glaube, ihr solltet dorthin zurückgehen und genug davon einpacken, damit ich nach diesen Blaupausen einen Golem herstellen kann. Vermutlich liegen sie um die Gebäude herum verstreut, in denen die Eisenrunenschmiede arbeiten. Bitte beeilt euch, Onimandra. Dieser Tormark wartet nur darauf, seine Drohung wahrmachen zu können. Okay. Ich bin ja nicht so sicher, ob das so ein guter Plan überhaupt ist, muss ich sagen. Die Frage ist, wollen wir jetzt... Also eigentlich würde ich ja gerne hier oben die Sachen machen. Ja, wir machen das jetzt erstmal. Ich glaube, das ist dringlicher als die... Okay, da geht der... Da müsste doch der Pfad der Riesen weiterlaufen, ne? Hier gerade eine Quest. Ist eine Quest? Hab ich den übersehen? Aber ich war hier doch schon mal. War ich hier noch nicht? Okay, was will denn er? Braucht ihr etwas? Zeigt mir, was ihr zu verkaufen habt, Fallenschlag. Hinke Joe, ihr seid es wirklich. Nein, ich bin es nicht. Silberfellhirschfleisch. Okay, nee. Was hat er denn für eine Quest? Wahrscheinlich irgendwas. 6 Nordlachs. Okay. Zum Glück seid ihr zurück, Hinke Joe. Ich hatte Sorge, dass Griselda und ich ganz allein sein würden. Ich koche uns gerade eine schöne Mahlzeit, aber Griselda will davon nichts wissen. Sie hätte gern den Fisch, der sich an der Ostwindküste im Osten tunnelt. Für mich ist er ja nichts, aber sie war schon immer ziemlich wählerisch. 6 große Fische sollten eigentlich reichen, um sie glücklich zu machen. Nun, rennt, hinkt los, Joe. Wir wollen das Mädchen doch nicht warten lassen, oder? Für die Allianz. Alles klar, Griselda. You Glass. You Glass braucht sicherlich eine Brille.
Nordlachse, okay, das kann mit einem Netz ein bisschen einfacher sein, aber trotz allem. Oh Gott, hier sind auch noch Quests. Ach ja, stimmt, Harkors Lager. Oh, das sind Orks. Nee, es ist ein Ork und es ist ein Zwerg. Okay. Wie geht's? Willkommen in meinem Lager, Untote. Es mag nicht nach viel aussehen, aber es ist mein Zuhause. Ohne Fleisch kein Preis. Fleisch kein Preis. Guten Tag, Priesterin. Wollt ihr euch nicht an mein Feuer setzen? Ich würde euch zwar eine gute heiße Mahlzeit anbieten, nur habe ich keine. Ich sitze hier fest und warte auf einen Kumpan, ansonsten würde ich mich selbst um die Sachen kümmern. Ihr scheint mehr als genug Zeit übrig zu haben und in dieser Menge gibt es eine Menge Fleisch. Was würdet ihr davon halten, wenn ihr mir helfen und etwas zu essen beschaffen würdet? Ich hätte ja ein Rezept. Therapie. Trolle. Ich hasse sie alle. Harkor spuckt. Ihr habt es ja mal geschafft, so einer Bande von Bestien in die Hände zu fallen. War so nah dran, mir meinen Kopf schrumpfen zu lassen. Meine Freunde sagen mir, ich solle einfach weitermachen, das alles hinter mir lassen. Aber das geht einfach nicht. Wollt ihr wissen, was mich glücklich machen würde, Untote? Ein Haufen ihrer Leichen zu sehen, so hoch, dass er die Sonne verdunkelt. Ich habe gutes Gold für euch, wenn ihr das möglich macht. Gibt's da irgendwas, was ich brauchen kann? Therapeutischer Umhang. Killt der friedlichen Rückgewinnung. Gramaschen der Aggressionstherapie, Busschutz des ausgedrückten Zorns und Handschützer der Auslöschung. Ja, okay, das ist langweilig, aber therapeutischer Umhang und Killt der friedlichen Rückgewinnung ist ja schon mal echt gut. Nützt uns nur nichts, weil wir kriegen mehr Willenskraft und mehr Ausdauer dazu verlieren, aber dann wieder noch Intelligenz, sprich Mana. Wir kriegen bestimmt noch irgendwie. Er hat bestimmt auch noch eine Quest für uns da. Seid gegrüßt, meine Freundin. Aha. Man braucht schon einen starken Magen. Seid gegrüßt, Priesterin. Nett von euch anzuhalten und euch Kratz' Geschichte anzuhören. Seit vielen Jahren bemüht sich Kratz, die Geister zu hören und ihre Wünsche zu erfüllen. In letzter Zeit hat Kratz viele Stimmen aus diesen Ruinen rufen gehört. Sie streben nach Frieden, den sie allein nicht finden können. Wenn ihr den Geistern derer, die zuvor gekommen sind, helfen wollt, so betretet die Gruft und sammelt etwas, das einst diesen gequälten Seelen gehörte. Okay, das ist auch in Drakiljin, deswegen nehmen wir das mal an. Hast du denn... Datalor Klitzepugel hat leider nichts Interessantes. Das ist aber schade. Es wäre so schön gewesen, wenn er was Interessantes dabei gehabt hätte. Zum Beispiel Rezepte. Okay, das ist alles etwas, was wir später machen können. Das sind alles Quests für später, das machen wir jetzt nicht. Wir kümmern uns jetzt um... Tormodan. Nicht zu verwechseln mit Lochmodan. Ja, die Trollruinen, da gucken wir später rein. Aber es ist ja nicht so, dass wir nicht hier so versuchen wollen, alle Quests zu machen, die sich machen lassen. Und da ist es gut. Jetzt muss ich nur immer noch rausfinden. Also irgendwo muss ich da was übersehen haben. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo einen Eingang rein, den ich nicht gesehen habe. Damit wir... Geht es hier vielleicht runter mit einem... Nee, schade. Ich dachte, hier geht es vielleicht runter mit einem Aufzug. Es sah von Weitem so ein bisschen so aus. Es könnte da einer sein. Müssen wir ja eh. Ist aber auch sonst nichts, was irgendwie interessant aussieht. Nein. Das verfolgen wir jetzt gerade mal nicht. Das auch nicht. Das machen wir auch später noch. Sehr süß irgendwie. Das mit den Lachsen muss ich auf jeden Fall machen. Das ist
finde ich, eine sehr schöne Quest. Hier sind die irdenen Krieger. Ich nehme mal nicht an, dass wir den heilen können. Wo hauen die denn drauf? Hier ist doch... Ach, da ist einer. Aber kann ich den heilen? Nee. Ist nicht vorgesehen. Alles klar. Ja, okay, den hätte ich vielleicht einfach direkt umhauen sollen. Konstruktionsmeister Damrat schreit: Konstrukte, verteidigt die Hauptstadt um jeden Preis. Aber auch hier ist nichts, ne? Also hier ist nicht, noch ein Aufzug oder ein Weg irgendwie. Dankenswerterweise kommen die alle nur nacheinander. Die brauchen wir aber auch eigentlich nicht machen. Die sind uns eigentlich egal. Vielleicht hoch. Irgendwo rein. Ist hier ein... Nee. Ja, ich weiß es nicht. Es ist so seltsam. Wir gehen jetzt mal hier rein, denn diese Platten, das war ja hier unten. Das hatten wir ja hier schon gesehen. Irgendwo da, da irgendwo. Da ist eine. Genau. Okay. Größter unter den Kindern des Schöpfers, erhebt euch und fordert euer Geburtsrecht ein. Okay. Wenn das so ist. Nächste. Wird zu der Wiege von Eisen und Stein zurückkehren. Das ist die erste. So schön, wenn sie mit ihren Nahkampfwaffen draufhaut. Da hinten ist der. Deswegen habe ich... Oh Gott, ich habe den nicht gesehen. Jetzt habe ich gedacht, da hinten der Typ, der hat so eine fette Axt. Die sieht ein bisschen besser aus als die restlichen. Vielleicht ist er das. Ja, ja, natürlich ist er das. Kehrt zurück nach Uldua. Gebettet in der Umarmung des Sturms. Okay. Uldua. Thank you.
Den holen wir mal einfach hier rüber, dann... Aha, der Blitz... Blitzdingst. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Aber was ich jetzt immer noch nicht rausgefunden habe, ist, wo hier Harrison Jones sich rumtreibt. Okay, das habe ich alles... Okay. Ja, wir gehen jetzt erstmal zu Kurun zurück und dann... Gucken wir mal. Ja, irgendwo da müsste Harrison Jones sein, aber da ist ja nichts. Vielleicht von der anderen Seite doch. Ist hier vielleicht was? Hier was übersehen. Der ist gar nicht in... Nee, aber das ist nicht... Nee. Der muss schon irgendwo hier in dem... Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht gucke ich es mal nach, denn das würde ich eigentlich gerne wissen. Würde die Quest eigentlich gerne machen. Ich weiß nicht mehr. Ich habe das gemacht, aber ich erinnere mich nicht mehr dran, wie ich da hingekommen bin. Wahrscheinlich durch Zufall. Gut gemacht, Ollivandra. Der Verlust des Kommandanten der Eisenzwerge sollte ausreichen, um die verbliebenen Verteidiger zu bezwingen. Die Irdenen sollten in der Lage sein, mit den Überlebenden fertig zu werden. Ja, die haben keine Willenskraft. Haben kritische Trefferwertung, aber... ich weiß nicht, irgendwie die höhere Willenskraft, das ist schon... Ich nehme die mal mit, aber... Gavrok, ohne eure Hilfe wären wir nicht dazu in der Lage gewesen, das Blatt in der Schlacht um Tor Modan zu unseren Gunsten zu wenden. In dieser uralten Stadt tobt schon seit langem ein Kampf zwischen den Kräften der Erde und des Gesteins. Ich kann nur hoffen, dass wir die Situation eine Zeit lang beruhigt haben. Die Eisenzwerge können noch immer ihre Magiezeit zu benutzen, um meine Brüder zu versklaven. Gavrok sucht nach einem Weg, wie wir die runenbeschriebenen Riesen befreien können. Ihr könnt ihn auf einer kleinen Inselgruppe namens Ruinen von Thetis finden. Diese Gruppe liegt vor dem zentralen Teil der Ostwindküste, gen Süden. Okay, das können wir machen für, Also können wir für später annehmen, weil... Jetzt will ich nochmal gucken, ob ich hier doch irgendwo was übersehen habe. Aber hier ist nirgendwo ein Durchgang, ne? Ist nirgendwo ein... Nee. Ich habe keine Ahnung. Er ist definitiv irgendwo da unten. Aber ich weiß nicht, wie ich zu ihm hinkomme jetzt. Ja, kann ich jetzt gerade ja auch nicht prüfen. Ich glaube, ich mache jetzt mal den... Ich benutze mal den Ruhestein. Geben wir die beiden Sachen ab. Weise Paluna. Seid gegrüßt. Die weise Paluna hört euch zu, als ihr die Übersetzung der Platten wiederholt. Also glaubt Bran, eine neue Titanengestalt entdeckt zu haben? Die Wiege von Stein und Eisen, Ulduar, schmiegt sich in den Sturm? Ich werde den Häuptling bitten, Fernläufer zu den Sturmgipfeln zu entsenden. Mein Volk kennt diese Lande gut und sollte in der Lage sein, diesen eigensinnigen Zwerg aufzuspüren. Ja, ich nehme die mal, aber die sind letztlich schlechter als die, die wir haben. Möge die ewige Sonne euch bescheiden. Das Eisen bearbeiten. Speer Vortag lächelt. Tor Modan steht also kurz vor dem Fall? Sehr gut, da können wir bald unsere Aufmerksamkeit auf Dun Argol richten. In Lukens Namen. Die Eisenzwerge sind eine der erbittertsten und organisiertesten Gegner im Nordend. Wo auch immer wir hinkommen sind, haben sie uns mit dem Namen Lukens auf den Lippen bekämpft. Wir müssen herausfinden, wer dieser Lukens ist und was er vorhat. Die Einheimischen könnten uns weiterhelfen. Im Nordosten, im Handelsposten von Rotholz, bietet ein Mensch namens Juglas seine Waren feil. Weiter östlich, bei den Ruinen von Thetis, findet ihr einen Steinriesen, der Gavrok genannt wird. Fragt sie nach diesem Luken. Sie müssen einfach irgendwelche brauchbaren Informationen haben. Okay, das ist doch gut. Das kann man ja dann kombinieren. Seid gegrüßt.
Ja, das können wir verkaufen, genauso wie die Sandalen. Okay. Langsam aber sicher nähern wir uns den 3000 Gold. Sehr schön. Ja, das machen wir alles beim nächsten Mal. Ich mache ja gleich weiter, ne? Ich setze mich mal hin hier, so vielleicht. Kann ich mich setzen? Nur so bedingt. Sieht halt komisch. Okay, das war jetzt nur so bedingt richtig. Das so? Ja, so geht's. Okay, wir sitzen jetzt besser. Okay, unser Umhang macht immer noch komische Dinge, aber ist okay. Ich hätte es besser gefunden, wenn er hier runterhängen würde. Aber naja. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann.